Our intrepid fucking hero. Pretty impressive stunt you pulled out there. I got my good eye on you. Hey, hey, Cassie. This is the one. Hey there, hot stuff. I like your style. And your weapon. Cassandra is our resident Mary Magdalene. Don't let those doe eyes fool you. She'll eat you up. I do have a big appetite. Comes with being Southern, I guess. Not that Jesus here would notice. He's immune to my female charms. Boy's got no spunk. Anyway, Che, I need to talk to you. There's an issue with, you know. Who's doing the pickup? I am. And who else? I'm going solo. I can handle myself just as well as... Not gonna happen, babe. You could get your pretty little ass hurt bad out there. Your concern is heartwarming, Jay. I'm sure it's got nothing to do with wanting to keep an eye on me. Trust issues. Hey, feel like doing us a favor? Call it your ticket to a new Jerusalem when we finished building it. If that's the kind of company you're talking about, well then, I might be flexible. Very, very flexible. She's talking about sexual positions. That's what that little pause was. It's her idea of subtlety. Fuck off. We could get to know each other better. I'd like to find out what lies beneath those still waters. Oh, and don't worry. It's not far. And we won't do anything you don't want to do. Okay with you, Jesus? Und so wurde uns die gute Cassandra vorgestellt. Wir dürfen sie also irgendwie begleiten und ein Paket, ja, abholen, hinbringen. Schauen wir einfach mal. Da steht sie auch schon. So. What the fuck happened here? Lucky thing I have you here. Maybe I'll get to see you. Flex your muscles. Wie man sieht, hier gibt es auch sogar einen Erfolg dafür, dass man hier unbeschadet durchkommt. Mal schauen, vielleicht kriegen wir das hin. Careful. Motion sensors. Yeah, B's paranoid. He really treasures his privacy. Oh. Bewegungssensoren. Wir gehen den lieber mal aus dem Weg. Im Allgemeinen sorgen die nämlich dafür, dass irgendwas explodiert. No sense of fashion whatsoever. There's a box over there somewhere. I've seen B use it. Controls the laser grids. If we could get that reactivated. So, schauen wir doch mal. Wir haben da hinten eine Wache, die Patrouille läuft. Und ein paar Typen, die da stehen. Hoffen wir ganz einfach mal, dass die Typen, die da stehen, uns nicht sehen. Schauen wir ganz einfach mal. Ah! Das ist wohl. Wir haben anscheinend eben die Laserschranken durchgeschaltet und dabei ist die Wache, die da am Laufen ist, einfach mal da durchgerannt. Wäre übel gewesen, wenn wir das gewesen wären. Hold on. Aber bei Fall. I remember B telling me this place connects to the sewers. With the security on the fritz, you know, eyes open. Aber bei Feinden ist das in Ordnung. Und hier sehen wir einen Massaker. Oder so ähnlich zumindest. Sowie drei Türen. Tja, Freund oder Feind hinter
Schauen wir doch einfach mal. Find. Ja, und damit ist auch der Erfolg hin. Aber, ja. Ah, die linke wäre es gewesen. Das sieht hier ein wenig. Another one of these little countermeasures. Keeps the drag out. They don't like being zapped. Careful. Watch your step. Oh. Ein wenig nach Elektroschocks aus, wenn man hier sich falsch hinstellt. Ich kenne das Ganze hier nun ein wenig. Daher weiß ich, dass man hier sehr vorsichtig sein muss, wenn man hier durchrennt. Beim letzten Mal hat es mich hier richtig ordentlich gegrillt. So wie hier vorne zum Beispiel nämlich. Geht das noch wieder weg? Ich glaube nicht. Das Ganze ist auch unglaublich gut zu sehen unter gewissen Grafikeinstellungen. Insofern schätze ich mich hier noch relativ glücklich. So, wo müssen wir hin? Da ist die Tür. Da könnte es lang gehen. Schauen wir einfach mal. Hui, geschafft. This wasn't here the last time. Where? B has got some serious trust issues. Think you can figure it out. So, und jetzt müssen wir uns hier mit diesem Schalterrätsel irgendwie beschäftigen. Das kann jetzt eine Weile dauern. Okay. Okay. Na super. Alle rot jetzt. Okay, so here's the deal. I'm gonna level with you. It's better for everyone if this package doesn't end up with those fucking morning light hippies. We're a different breed, you and I. We're better than they are. So let me take this with me and go through that door, and I will owe you a favor. A big one. Do we have a deal? I'm sorry, honey. I have to go. Believe me. I hate this as much as you do. We'll see each other again. When the both of us have grown a bit. I'd like that very much. Take care, okay? When I'm ready for you, you'll know where to find me. I promise. Jo, da hat sie uns nicht viel Wahl gelassen. Diese Mission war früher nur einmal machbar, verständlicherweise, denn nachdem Cassandra einmal Morning Light verraten hat, kann man das natürlich nicht nochmal durchspielen. Jetzt, wo allerdings neue Achievements zum Spiel dazugekommen sind, ist auch diese Quest wieder machbar, was ich persönlich eigentlich recht schön finde, da es eine schöne kleine Quest ist. Ja, für uns bleibt jetzt nur noch hier den Wartungstunnel wieder zu verlassen, was wir selbstverständlich auch tun. Und damit ist auch diese Quest beendet.